Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Sind wir Frauen nicht immer auf der Suche nach einer Kosmetik oder vielleicht auch nach einem Haarpflegemittel, das wirklich unserem Körper gut tut und wirklich auch die Haare extrem gut versorgt, weil wir doch immer wieder an Produkte geraten, wo wir denken, oh, da sind so viel Wirkstoffe drin, die können vielleicht auch gar nicht so wirklich gut sein, trocknen vielleicht immer mehr aus, geben einfach den Haaren und der Haut auch nicht die Versorgung, die sie wirklich benötigen oder ja, sorgen nur für einen kurzen, tollen Effekt und danach sieht es schlimmer aus wie davor. Also kennen wir doch alles so ein bisschen, oder? Aber jetzt habe ich heute Professor Rausch bei mir und er hat ein Forschungs- und Entwicklungslabor, wo er wirklich die Natur mit hinzuzieht und sein größtes Ziel ist wirklich, eine Lösung für den Menschen mithilfe der Natur zu finden. Und deshalb besprechen wir heute mal die ganze Thematik mit der Naturkosmetik. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Hans. Schön, Hallo. Dass du da bist. Ich weiß, mit dem Wort Naturkosmetik habe ich direkt schon kurz, glaube ich, getriggert, oder? Weil das ist ja so ein nicht geschützter Name. Aber es ist an sich ist ja eine schöne Kombination zu glauben, dass man Natur und Kosmetik vereinen kann. Ja. Was du ja auch wirklich machst in deinem Labor. Es geht vieles. Ja. Ob alles, wo Naturkosmetik draufsteht, Naturkosmetik in meinem Verständnis ist, das ist was anderes. Sagen genau. wir mal so, da, wir haben es ja gerade gehört, der Begriff weder richtig definiert ist, noch rechtlich schützt oder geschützt werden kann, weil er ja beschreibend in irgendeiner Weise ist, sagen wir mal so, das muss man einfach, mit dem muss man uns auseinandersetzen. Ich sage immer eines, der Anwender muss im Grunde die Erfahrung sammeln, mit was erziele ich welchen Effekt bei mir selber. Ja. Und dann selektiert sich das gleich, ob das dann Naturkosmetik oder irgendein anderes Wort da drauf steht oder nicht. Zum Schluss muss der Anwender damit glücklich werden. Ich würde direkt mal aus der Praxis fragen, wenn man jetzt das Shampoo verwendet, du hast ja auch ein Shampoo entwickelt. Oh, ich habe schon viele Sachen entwickelt. Ja. muss man natürlich dazu sagen, dass wir können ja auch nicht von Lust und Liebe leben, sondern es sind dann in der Regel Auftragsarbeiten. Mhm. Als man an mich herangetreten ist, ein Shampoo zu entwickeln, also ein Naturshampoo zu entwickeln, habe ich zuerst mal gesagt, nein. Generell nein. Aus einem ganz einfachen Grund, weil wenn man ein hochwertiges Produkt macht, dann wird es auch zum Schluss Geld kosten und das steht in der Regel in keiner Relation zum Konkurrenzprodukt, das in den Discountern und in anderen Läden im Grunde für sehr wenig Geld verkauft wird. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, seid ihr euch sicher, ich persönlich würde diesen Weg nicht gehen. Einfach aus den kommerziellen Gründen raus. Und als die Auftraggeber aber bereit waren, gesagt haben, wir wollen aber etwas ein anderes haben, das, und wir denken, dass es eine Klientelschicht gibt, die auch bereit ist, für ein hochwertiges Produkt auch entsprechend mehr Geld auszugeben, war ich dann auch breitgeschlagen und habe gesagt, okay, wenn ihr euch sicher seid, ihr wollt das und ihr setzt das Ganze um, dann investieren wir auch viel Hirnschmalz und Zeit, um ein Produkt zu generieren, das jetzt mit dem nichts zu tun hat, das normalerweise so als Standard-Shampoo verkauft wird. Das ist eine andere Welt. Ja, wie verhält sich denn ein Haar? Was macht denn jetzt so ein chemisches Shampoo, was wir alle nicht wollen? Ich meine, klar kriegen wir jetzt die ganze Werbung mit ohne Silikon und ohne Ding-Dong. Aber wenn man jetzt dein Shampoo verwendet, hat man wirklich auch danach ein ganz anderes Gefühl in den Haaren. Man hat eher so das Gefühl, da ist noch irgendwie so ein Schutz oder so ein, und wie entsteht sowas? Was passiert da genau? Also wenn man die normalen Körperpflegemittel mal anschaut, was ist denn der Sinn eines Körperpflegemittels? Der Sinn ist definiert als der
Abtrag unerwünschter Verunreinigungen. Mhm. Und wie bringe ich die weg? Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, ich sage jetzt immer, wir können es wieder in Bildern malen, was ich gern tue. Wenn ich Wäsche waschen will, nehme ich eine Waschmaschine, die mechanisch im Grunde die Bluse oder das Hemd durcheinander wirbelt, also den mechanischen Effekt, mhm, und gleichzeitig einen chemischen Effekt. Ein chemischer Effekt, der beruht auf sogenannten, ich nenne es jetzt mal etwas, was man aus dem eher Lebensmittelbereich kennt, Emulgatoren. In der Regel sind es aber Detergenzien, also ist wieder ein Fachbegriff, ich komme gleich nochmal drauf, die dafür sorgen, dass im Grunde diese Verunreinigungen weg oder aus dem Stoff rausgeholt werden oder beim Shampoo von den Haaren wegkommen. So, was ist das Ganze? Ein Emulgator ist etwas, was fettartige Substanzen wasserlöslich macht. Mhm. Also in der Regel wasserlösliche Sachen, die werden nicht so sehr als Verschmutzungen wahrgenommen. Im Grunde sind es eher fetthaltige Geschichten. Ja, man kennt es, wenn man jetzt ein Hemd hat und einen Kragen innen anschaut, dann hat man Verfärbungen drin und das sind im Grunde fetthaltige Rückstände, die aus der Haut raus resultieren und dort natürlich einen unangenehmen Rand bilden. So. Das heißt, ich brauche also etwas, das fettartige Moleküle in irgendeiner Weise dahin bringt, dass sie wasserlöslich werden. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich muss sie chemisch umsetzen. Da brauche ich einen Reaktor und Tod und Teufel, völliger Blödsinn. Oder ich habe Moleküle, die machen Tröpfchen. Also die verkleiden ein fetthaltiges Molekül und haben auf der Außenseite aber wasserlösliche Anteile. Das heißt, ich mache Fetttröpfchen, die dann abgewaschen werden können. Das ist so der Grundkonzept jedes Waschens. Also Einkapseln von fetthaltigen Verbindungen, dann kann ich sie mit Wasser abspülen. So, und jetzt gehen wir wieder zurück zum Shampoo. Das heißt, wenn ich das mache, dann entnehme ich ja, Haar ist ja ein totes Gewebe. Das heißt, das ist im Grunde die Haarwurzel, ist das, was noch lebt, die natürlich auch das Wachstum generiert, mhm, aber die Haare selber sind eigentlich kein lebendes Gewebe. Und was passiert? Die Haarstruktur bildet kleine Schuppen. Also das heißt, ich habe im Grunde wie einen langen Faden und der Faden hat lauter seitlich Schuppen raus. Und jetzt haben wir zwei Effekte. In den Schuppen, an den Schuppen hängt natürlich dieses fetthaltige, Schmutzmolekülsystem und die will ich wegkriegen. Also das heißt, wenn ich dann, je aggressiver meine Chemie ist, umso weniger brauche ich eine Waschmaschine für den Kopf. Also umso weniger muss ich mechanisch rubbeln an jeder Stelle von allen Seiten, damit ich diese fetthaltigen Moleküle loskriege. Damit ich sie dann, also ich brauche dann aggressive Detergenzien, also waschaktive Substanzen, die mir die Moleküle ablösen und sofort einkleistern. Ne? In so eine Micelle einschließen und dann abgespült werden können. So, das heißt aber auf der anderen Seite, je aggressiver mein Detergenz ist, umso mehr verliere ich auch natürliche Rückfettungseffekte, die der Körper natürlich hat. Die wasche ich auch mit weg. Also ich entnehme nicht nur den Schmutz, sondern auch den Schutz. Also wenn ich es dann echt übertreibe, kommen dann auch so Sachen wie Schuppen oder solche. Ja gut, Schuppen ist dann wieder, die Schuppen ist ganz klar, wenn ich die Kopfhaut so weit aggressiv behandle, mhm, dass sie austrocknet bis zum geht nicht mehr, dass sie dann im Grunde Totgewebe ständig abgibt und Schuppen bildet, das ist zwangsläufige Folge. Also das heißt, der normale Effekt, je aggressiver meine Detergenzien sind,
Umso weniger mechanisch muss ich rangehen, umso besser bringe ich es weg, aber umso mehr verliere ich auch die natürliche Schutzfunktion. Man kennt ja wirklich diese Mittel, von denen man süchtig wird. Also es gibt ja da wirklich dieses Anti-Schuppen-Shampoo, was so aggressiv ist, wo viele Leute sagen, wenn ich das weglasse, eskaliert das komplett auf den Kopf. Oder es gibt ja auch so Lippenpflege, die die Haut eigentlich so austrocknet, dass sie sich kaum noch selber ohne dieses Pflegemittel, also wo auch so ein gewisser Suchteffekt entsteht. Kann ich mit Hilfe dieser wirklich natürlichen Helferprodukten den Körper wieder trainieren, dass umpolen. Er sich wieder selber... Ja, natürlich. Ja. Aber das ich ist, muss wahrscheinlich erst mal so ein Prozess. Bisschen einen Prozess durchmachen. Das ist ein Prozess, der geht nicht sofort, das ist klar. Das heißt, wir, wenn man jetzt genau nimmt, diese Diskussion, der eine hat fettigere Haare, der andere hat trockenere Haare, und dann kommt jemand daher und sagt, es gibt ein Shampoo. Das war so die erste Rückmeldung aus der Konsumentenseite, wo es hieß, warum soll jetzt eine eierlegende Wollmilchsau plötzlich das kompensieren, was die anderen durch verschiedene abgestufte Produkte machen? Und ich sage dann immer, wenn man mit Dermatologen sich intensiver auseinandersetzt, und auch solche Leute arbeiten mit uns intensiv zusammen, auch wirklich renommierte, international renommierte Leute, die dann sagen, eigentlich erzeugen wir durch die Behandlung erst diese Effekte. Mhm. Also das heißt, diese übertrockene Haut ist vielfach ein Resultat der, ich sage jetzt mal, Misshandlung. Nicht Behandlung, sondern Misshandlung. Das heißt, wenn man es jetzt genau nimmt, die Detergenzien sind Nitroverdünnung für die Haut, in meine Augen. Also ich kann mit Nitroverdünnung auch Dusche anfangen und dann habe ich ein Duschgel, das wirkt hervorragend. Ob es meinem Körper so gut tut, würde ich nicht sagen. Die chemische Industrie, die das verkaufen will, wäre vielleicht glücklich, wenn sie auch dieses Zeug noch verkaufen können. Also um Gottes Willen hat in unserer Kanalisation nichts zu suchen. Sorry, ja nicht meinen, dass man das so ein Blödsinn jetzt nachmachen muss. Nein, aber... Es geht darum, was passiert eigentlich? Ich habe jetzt gesagt, wir entnehmen dem Haar nicht nur das, was wir nicht dran haben wollen, sondern auch die natürlichen Substanzen. Das Problem, das dabei passiert, ist eines, das Haar trocknet aus und die Schuppen spreizen sich ab. Das heißt, ich muss dann hinterher wieder mit Nachbehandlungsmitteln, Conditioner etc., dann wieder dafür sorgen, dass sich diese Schuppen wieder anlegen. Also zerst spalte ich sie ab, damit ich sie hinterher wieder anlegen kann. Gut, ich kann zwei Produkte verkaufen, verdiene an zwei Produkten Geld. Lass mal alles mal so im Raum stehen, ist egal. So, die Fragestellung, die an mich rankommt, braucht man das Ganze? Und ich sage, in der Regel beim, ich sage jetzt mal, Normalkonsumenten nicht. Wenn man seine Haarstruktur wieder einigermaßen in den Griff kriegen, indem wir jetzt mal dieses aggressivere Detergenzzeug weglassen, dann bildet sich ein natürliches Gleichgewicht wieder. Das heißt, es kommt zu einer gewissen, jetzt bitte nicht falsch verstehen, es gibt nicht den schmierigen Glanz, wenn ein Haar mit natürlichen Fetten sich selber wieder fettet. So, und dann ist immer die Frage, wie ist dieses Fett zusammengesetzt? Kann man das substituieren? Das sind auch wieder so Geschichten. Haut und Haare haben von ihrer Biochemie her eigentlich eine sehr hohe Ähnlichkeit mit natürlichem, nicht behandeltem Olivenöl. Das heißt, auch unser Produkt enthält einen gewissen Olivenölanteil, um eigentlich den Mangel, wenn ich über lange Zeit dem Körper klar gemacht habe, egal was du produzierst, ich nehme es dir sofort wieder weg. Ich fahre ja mit meinem Detergenz wieder drauf und muss ich in einem gewissen Maß auch diesen Lernprozess umkehren. Das heißt, der Körper entweder produziert er dann umso mehr in einer Übersprungsreaktion und dann habe ich fettige Haare ohne Ende, weil der Körper dann sagt, wenn das Fett ständig wegkommt, dann produziere ich im Unverstand, dann knalle ich da rein, dann muss ich in die Richtung gehen. Oder auf der anderen Seite, ich habe dann trockenes, sprödes Haar
weil der Körper dann sagt, warum soll ich es produzieren? Ist ja sowieso nachher weg. Also insofern, das ist natürlich immer so ein schwieriger Prozess. Wie viel gebe ich dem Haar wieder an Unterstützung? Wobei es jetzt bei dem Olivenöl nicht so sehr darauf ankommt, dass es im Haar ankommt, sondern dass es in der Haarwurzel ankommt und an der Kopfhaut ankommt. Mhm. Einer der Bestandteile, unsere Shampoos sind grün. Mhm. Aber nicht, weil wir jetzt unbedingt meinen, wir müssen einen grünen Farbstoff da reinknallen. Nein, es geht um was ganz anderes. Wir brauchen, also nach meinem Verständnis, muss ich in die Biochemie ganz geringe Spuren Kupfer in die Kopfhaut reinbringen. Mhm. Kupfer wäre ein Schwermetall. Also jetzt sich mit Kupferpulver einzustauben, das bringt gar nichts. Da mache ich mehr kaputt. Mhm. So, und jetzt geht's, was ist für den Körper wieder verträglich? Und für den Körper verträglich sind organische Kupfersalze. Organische Kupfersalze kommen in der Natur nicht so häufig vor, aber es gibt etwas, es gibt natürlich vorkommende Kupferchlorophyllkomplexe. Das heißt, grüne Blattfarbstoffe, die ja für die Energieversorgung jeder Pflanze notwendig sind, werden in einem gewissen Maß mit Kupfer chemisch gebunden. Und dieses chemisch gebundene Kupfer ist existenziell für unsere Regeneration von unserer in der Haarwurzel und in der Kopfhaut. Das heißt, diese grüne Farbe ist eigentlich nur der Abfalleffekt, weil ich Chlorophyll mit Kupfer in die Haarwurzeln bringen muss. Und dadurch, dass es organisch gebunden ist, nimmt es der Körper auch auf. Das heißt, wir bringen es in die Haarwurzel rein, da wo es hin soll. Das heißt, mit dieser Kombination sind wir in der Lage, eben dem Körper wieder diese Geschichten zu geben, die wir vorher abgewaschen, abgelaugt haben. Ja, ja. Und auf der anderen Seite, jetzt nochmal zurückzukommen, was passiert auf der Oberfläche? Oberfläche, das haben wir als eines gehört, durch die entsprechende Pflanzenkombination, die wir da drin verwenden, sind wir in der Lage, das kann man auch mikroskopisch anschauen, die Schüppchen der Haare anzulegen. Mhm. Also diesen Effekt, das heißt, das Haar wird glatter und gleichzeitig produziert der Körper auch nach einer gewissen Zeit wieder seinen Eigenfettanteil, den er ja braucht als Schutz. Der war, sagen wir mal so, wer ein Haustier hat, weiß, dass immer eine gewisse Fettschicht da ist. Also die Haustiere sind ja nicht konditioniert, irgendwo Fett im Unverstand zu produzieren, sondern das ist ein evolutionsbiologischer Prozess, der aber auch das Haar gesund erhält. Wenn man den wieder oder wenn man das Haarwachstum wieder auf normale Bedingungen bringt, dann fängt auch dieses, ich habe Spliss am Ende. Das siehst du bei den Anwendern nach einer gewissen Zeit nicht mehr. Einfach weil die Haarstruktur sich auch damit wieder ins Positive wandelt. Wie verhältst du dich denn dann mit farbgefärbten Haaren? Sagen wir mal so, die Färbung ist immer eine Quälerei vom Haar. Ich kann immer gewissen Maß positiv intervenieren, aber alles, was da verändert ist, kann ich nicht mehr aufkompensieren. Es war dann auch die Frage, gibt es irgendwelche Färbemittel, die nicht so schädigen? Mhm. Da lasse ich im Moment die Finger davon und sage, sorry, beim Besten. Oder du entwickelst ein Shampoo, was graue Haare wieder in Ursprungssituation. Die Frage ist ja, warum sind die Haare grau? Ja. Sagen wir mal so, solche Diskussionen. Ich kriege dann so amüsante Kommentare, der entwickelt alles Mögliche, alles Positive und selber hat er keine Haare mehr auf dem Kopf. Sagen wir mal so, es gibt mehrere Gründe. Erstens, der amüsanteste ist immer, wo ich dann behaupte, wo wirre Gedanken sich entfalten können, Haare sich nicht halten. Man muss sich sehr schön reden, sagen wir mal so, jetzt beim Thema zu bleiben. Nein, es geht eben darum, was passiert eigentlich bei diesen Prozessen. Bei der Graufärbung, was passiert da? Da haben wir ja eine Verschiebung in der Farbbeschaffenheit.
Pigmentierung. Mhm. Und diesen Prozess umzukehren ist schon mal, sagen wir mal so, wenn ich den ganzen Menschen verjüngen könnte, wäre auch seine Graufärbung von den Haaren dann reversibel. Mhm. Also da müsste ich wohl ganz anders ansetzen. Das ist aber diese jetzt ganz bös gesprochenen Altweibermühle, dass man jemand Alten da vorne reinstopft und hinten kommt er verjüngt 30 Jahre jünger raus, funktioniert immer, ich sage jetzt immer, gewissen Maß bei gewissen Teilaspekten, aber nicht in der ganzheitlichen Geschichte. Also ich habe da solche gewissen Geschichten war ich auch schon involviert, wenn es um Stammzelldiskussionen und solche Sachen geht, wo es sinnvoll ist, wo kann man was intervenieren, muss man aber relativieren. Und die andere Geschichte ist, wenn Haare den Körper verlassen, gut, viele Frauen sagen dann wieder, oh, im Frühjahr, ich verliere Haar ohne Ende. Wenn sie dann ein Vierteljahr später siehst, hast du nicht den Eindruck, dass sie jetzt Haare total verloren haben, sondern da sind aber die Haarwurzeln nicht unbedingt zerstört. Bei Männern, die dann nichts mehr da oben haben, die sind halt tot. Und sagen wir mal so, mein Laborchef sagt dann immer, bin ich Messias, kann ich Leute vom Tod auferstehen lassen, also tote Haarwurzelzellen zu aktivieren. Brauchen wir noch ein bisschen alte Technologie wahrscheinlich dazu. Die kommt aber jetzt nicht, wieder. Ist mir noch nichts untergekommen, was mir im Grunde das Ganze erklärbar machen würde. Ja. Also ich sage ja, das sind Produkte, eben Duschgel und Shampoo, konzipiert worden, die eben diese aggressiven Detergenzien nicht brauchen, die auf anderes, eher ursprüngliches Waschkonzept zurückgreifen. Mhm. Natürlich haben wir auch Emulgatoren drin, aber das sind nicht die, die es im Grunde mit aller Macht wegreißen wollen, ne? Wo ich diesen chemischen Ablösprozess natürlich favorisiere, sondern eben die sind schonend. Ja? Die gehen ganz milde ran, nehmen das an Schmutz weg, lassen aber schon mal die, ich sage jetzt mal, einen gewissen Eigenfettanteil, den der Körper nun mal produziert, schon mal dran und ersetzen den sogar noch. Mhm. Und da kommt dann plötzlich dieses Gefühl raus, das Haar fühlt sich anders an. Ja. Klar, das ist ja, wir haben ja einen Konditionierungsprozess erlebt über Jahre, Jahrzehnte. Ein Haar muss nach dem Waschen sich so und so anfühlen. Ich sage immer eins, wie muss sich ein Haar anfühlen? Das natürlich ist, wo man diesen aggressiven Effekt nicht haben. Und dann kommt das dem sehr nahe, was eben nach einer gewissen Zeit sich einstellt. Ja, das sind diese Effekte. Super. Perfekt. Also wenn sich jetzt mal rundum nochmal die verschiedenen Zielgruppen, für die das interessant wäre, sind sicherlich auch Menschen, die unter Neurodermitis leiden. Ganz oder klar. Was gibt es noch so für... Also die mit Hauterkrankungen per se, jeder, der eigentlich mit Hauterkrankungen konfrontiert ist, für den sind die normalen Produkte eigentlich kontraproduktiv. Das heißt, bei vielen sehen wir eine Symptomverbesserung, wenn eben solche Produkte mit mehr pflegenden und weniger aggressiven Eigenschaften eingesetzt werden. Wo kann ich mich denn da informieren? Also wenn ich das sage... Ich muss dann wieder sagen, ich will ja jetzt nicht groß Werbung betreiben, das sind Auftraggeber von mir, aber die Firma Naturwerk, die unter naturwerk.de agiert, hat eben derartige Hintergrundinformationen auch auf ihrer Internetseite dokumentiert. Super, ja. Die sind in der Regel, ja, diese Informationen sind in der Regel dadurch entstanden, dass sie auch mein Hintergrundwissen immer gewissen Maß zusammenfassen und dort einfach auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Ja, super. Dann vielen, vielen Dank. Ich freue mich immer, wenn du kommst, weil du hast immer irgendwie so ein bisschen wieder was Neues im Petto und forscht und machst dann irgendwelchen. Ja, ja, jeden Tag super was Neues. Schön. Ja, cool. Deswegen. Also, danke für deine Arbeit und auch, dass du das Ganze Natürliche integrierst wieder für den Menschen und uns eben zur Verfügung stellst dann auch.
über gute Auftraggeber, aber auch über die Menschen, die es dann eben nutzen. Ja, ich freue mich da auch immer wieder. Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, auf dass mir diese Haarprobleme mal wirklich im Ursprung wieder gut versorgt bekommen, ist doch wundervoll, dass wir Gäste haben, die da wirklich in ihren Laboren die Natur wieder integrieren und auch die Reparaturmöglichkeiten erhöhen von unserem Körper selber. Vielen Dank fürs Zuschauen, wundervolle Zeit und bis bald.